Heute haben wir wieder ein tolles Schweißprojekt für euch, und zwar ein Anfängerschweißprojekt. Wir bauen aus Hufeisen diesen tollen Weinständer. Also bleibt dran. Servus, liebe Zuschauer. Wir kommen aus der Hufschmiederei Gipfelholz. Heute mal nicht aus dem Outback im Hirn, sondern heute sind wir mal in der City Memmingen beim Jens vor der Grillhütte. Wir haben gedacht, heute ist so ein wunderschöner, stiller Tag. Da machen wir jetzt mal draußen da ein Projekt, einfach mal eine neue Location. Was wir heute machen mit euch, gibt es mal wieder einen Weinständer oder für die Bayern einen Bierständer. Diesmal aber nicht aus Treibholz, also doch ein bisschen Treibholz nehmen wir, glaube ich, schon mit rein. Aber das Hauptmerkmal wird sein, dass wir den aus Hufeisen machen, und es ist wieder mal ein Schweißprojekt. Für unseren Weinflaschenhalter, Bierhalter benutzt man wieder das Weldinger MEW 210 Syn Alu, das wir euch ja schon vorgestellt haben, verlinken wir euch natürlich unten. Heute ist die Herausforderung, da die Hufeisen doch ein bisschen massiv sind, das dürften ungefähr 7-8 mm sein. Da gucken wir jetzt einfach auch, wie da sich das Schweißgerät schlägt. Und es ist, wie gesagt, wieder eine einfache Anleitung, die auch Anfänger relativ gut bauen können. Wir beginnen als erstes mit dem Fuß. Wir haben natürlich jetzt die Pferdeschuhe, ja, die Hufeisen haben wir natürlich jetzt ein bisschen gesäubert und habe jetzt hier mit dem Magnet, dass er senkrecht steht, so ausgerichtet. Das kann ich dann anpunkten, und hier kommt dann das Gegenstück hin und das verschweiße jetzt einfach alles. Gut, dann schalten wir mal ein. Als Wert nehme ich jetzt mal 180 Ampere. Das passt soweit. Und ziehe die Schutzausrüstung an. Und dann legen wir los. Den zweiten Magneten richten wir auch aus. Da habe ich jetzt die Flasche kurz rein und hinten wieder Magnete hingestellt. Nehme ich sie vorsichtig raus. Und dann brutzeln wir da hinten auch das zusammen. Ja, ich lege mal die Weinflasche lieber an den Boden hier. Was Schiss, oder? Ja, der gute Wein. Gut. Die zweite Etage, die hefte ich jetzt erst nur mal an, dass ich das danach noch ein bisschen korrigieren kann mit den hinteren zum Anpassen. Einschalten sollte man schon, sonst ja, geht da gar nichts. Vielleicht schon. Ich habe gedacht, da ist gar kein Lärm vom Gerät. Die hinteren, die sind jetzt ein bisschen tricky. Der Jens versucht es jetzt da ein bisschen auszurichten. Und ich mache jetzt mit dem Edding mal hier einen Strich hin, dass ich dann weiß, okay, da muss ich sie mal zusammenheften. Ja, aber unten musst du auch noch einen Strich hin machen. Einen geraden, ganz geraden, damit du weißt, das ist der Grad, Thomas. Ja, das passt schon. So, wir haben uns jetzt entschieden, wir probieren es mit Flaschen. Ich denke, die Hitzeentwicklung wird nicht so hoch sein, sonst schauen wir jetzt eine Mordshauerei. Du machst ja bloß einen Punkt. Ja, eben. Also, ausrichten ein bisschen und dann einfach einen glanzkleinen Punkt. Gut. Sollte halten. Ja. Das machen wir jetzt oben dann auch noch. Flaschen sind ganz, also wird funktionieren. So, jetzt kommt erstmal die zweite. Jetzt habe ich mal die Flasche reingelegt. Emma, jetzt zieh sie raus. Jetzt kannst du mal die Hefte ran. So, jetzt haben wir das gute Stück gepunktet. Jetzt machen wir oben noch, weil das ein bisschen ja, wackelig ist. Das wird wahrscheinlich schon fest, aber wir machen einfach da noch zwei Streben rein aus dem Vierer Material, das schaut gut aus und gibt halt dem Ding noch ein bisschen mehr Stabilität. So, jetzt haben wir alles gepunktet, grob ausgerichtet, und jetzt verstärken wir einfach diese Schweißpunkte, dass das alles einen Halt hat. Thank you.
Da wir unseren Weinständer auf dem Holz befestigen wollen, haben wir uns entschieden, jetzt da ein 8er Rundmaterial noch am Boden einzuschweißen. Ihr könnt es aber natürlich auch mit Schrauben drauf machen, das ist euch überlassen. Jetzt machen wir noch die Schweißnähte alle ein bisschen sauber. Ihr nehmt da so Messingaufsätze für die Bohrmaschine, das geht damit ganz gut. So, unser Weinständer, Bierständer ist jetzt fertig. Damit die Patina aber so bleibt, wie es jetzt ist, fixieren wir das alles jetzt noch mit dem Klarlacken. Das macht jetzt der Jens, weil ich bin nicht so der Lackierer. Deswegen übernimmt er jetzt den Part. So, jetzt haben wir das gute Teil lackiert. Die Patina bleibt jetzt so. Hier haben wir jetzt noch ein schönes Stück Treibholz. Das hat der Jens schon mit Bienenwachs eingelassen. Ich tue jetzt mein Bestes, dass ich da irgendwie gerade Löcher noch reinkriege. Ich habe es ja schon vorgebohrt, teilweise. Ja, das heißt bei mir gar nichts. Das für Bohrer. Ich weiß nicht, was das für ein Bohrer ist, ganz ehrlich. Ich gebe dir mal einen anderen nach dem Altes. So, jetzt schauen wir mal, wie du gebohrt hast. Wahrscheinlich passt es eh nicht. Das passt eh nicht bei dir, wenn du bohrst. Ah ja. Na? Passen wird es, aber es geht nicht rein. Ja, du hast schräg gebohrt. Ja, geht doch. Ja, wie geil immer. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ein bisschen schief, aber das kriegen wir schon noch hin. Da arbeiten wir ein wenig nach, dann haut das schon hin. So, mittlerweile haben wir Montag, zwei Tage später, aber es passt. Ja, Mann. Tada! Super, tada! Jetzt tust du noch die ganzen Weinflaschen dann rein. Ja, genau, die stehen davor. Aber ich habe gemeint, wir wollen auch Bier zeigen. Bier können wir auch rein tun, ja. Ich gehe Bierflasche holen. So, fertig das Teil. Wunderbar. Ist auch schon das Ende des Projektes. Ich finde, ist eine schöne Idee. Wieder einfach mal wieder, sage ich mal, Holz mit Metall verbunden, auch an alle Holzer. So ein Schweißgerät lohnt sich einfach. Wir können es einfach ein bisschen viel mehr machen. Aber wie ihr jetzt seht, ja, jetzt ist das, die Getränke sind bereit. Jetzt muss der Jens für mich grillen, das hat er mir versprochen. Deswegen wollen wir jetzt da hinten dann gleich den Grill anschmeißen. Und euch sage ich nur, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können oder wir haben euch wieder ein paar Ideen geben können, dass das einfach ein bisschen Spaß macht, mit Metall einfach zu arbeiten. Also bis die Tage, macht es gut. Pfiat euch aus dem Allgäu, heute aus Memmingen. Pfiat euch. Servus.